schönen Montagmorgen und einen guten Start in die Europawoche wünsche ich. In dieser Woche am Europatag, am 9. Mai, sollte eigentlich die Konferenz zur Zukunft Europas beginnen. Das wurde jetzt leider durchkreuzt durch die Corona-Pandemie. Dabei zeigt eigentlich die Pandemie ganz besonders deutlich, wie wichtig eine solche Zukunftskonferenz ist, die Bürgerinnen und Bürger und gesellschaftliche Kräfte an einen Tisch bringt. Und darum fordern wir als Europäische Bewegung Deutschland, dass möglichst zügig nach dem Ende der Kontaktbeschränkung dann auch die Zukunft Europas diskutiert wird in einer solchen Konferenz. All das und noch viel mehr gibt es in unserem neuen Newsletter, der heute Morgen erschienen ist. Viel Spaß beim Lesen und eine schöne Europawoche.